finde, dass wir im Goldprogramm durchaus den Teilnehmern ein bisschen was abverlangen. Keine Frage, auch körperlich abverlangen. Aber es ist weit weg von dem, was ich unter Limit verstehe. Also Limit ist für mich etwas, wo du so gut wie gar nicht schläfst und nicht schläfst. Wir wollen sie herausfordern, wir wollen den Ehrgeiz haben, wir wollen, dass sie, weil wir natürlich auch lernen, wenn du wenig Zeit hast für etwas, arbeitest du fokussierter. Das erleben wir in allen Dingen. Also nach den 4 Tagen sind, glaube ich, alle Beteiligten, die Teilnehmer und die Dozenten und natürlich die ganze Crew, die sind alle erledigt, körperlich und geistig. Ich erlebe einfach zu viele Menschen, die von ihrem Job nicht leben. Und ich glaube, dass das Geld nur ein Zeichen von Begehrlichkeit ist. Also wenn du ein begehrliches Produkt hast, dann machst du viel Umsatz. Ich mache auch mal zum ersten Mal einen Podcast, zum ersten Mal ein Interview, zum ersten Mal einen Vortrag halten, zum ersten Mal eine Speaker Battle zu machen, zum ersten Mal auf einer großen Bühne. All diese Dinge sind Referenzerlebnisse. Das heißt, nicht nur, dass Sie das Produkt danach haben oder die Aufzeichnung haben, Sie haben noch was viel Wertvolleres. Sie haben vieles schon hinter sich, was Sie sonst auf dem Markt eigentlich machen müssen. Und das ist ja auch eines unserer Ziele, wenn wir Menschen in ihre eigene Kraft bringen, die eigenen Zweifel besiegen lassen, dass die ganz anders dastehen als vorher und Großartiges bewegen. Und wenn Sie das schaffen, hurra! Das Wertvollste im Goldprogramm sind die Teilnehmer. Wir räumen da wirklich den Kopf und das Herz neu auf. Menschen gehen anders raus, als sie reingekommen sind. Emotionen werden durch Schnelligkeit bedient oder auch durch Schnelligkeit bedient. Wir wollen diese Schnelligkeit vorleben, dieses Quick Results hier. Wir wollen zeigen, dass du in 4 Tagen deine Welt verändern kannst. So verrückt, was klingen mag. Und wofür andere vielleicht 4 Jahre brauchen, ja, haben wir den Ehrgeiz, sorry, das in 4 Tagen zu schaffen.